1. März 2023, der Beginn einer nächsten großen kosmischen Welle bis zum 13.3. mit vielen starken, hochfrequenten kosmischen Aspekten. Schön, dass du da bist. Ich lade dich herzlich ein zu einem, ja, jetzt schon nächsten Video wieder. Und ich verbinde mich erstmal. Und das ist das, was ich halt immer morgens mache. Tief atmen. Und wenn du kannst, gut sitzen mit den Füßen auf dem Boden oder auch stehen. Am besten mit dem Blick in die Sonne. Ich, Danielle Janang, bin eins und vollkommen verbunden mit unserem himmlischen Vater, unserer himmlischen Mutter, mit Christus, dem Heiligen Geist, mit unserer geliebten Erdenmutter Maria, mit meiner Seele, meiner Überseele, meinem höheren Selbst, meiner Ich-Bin-Gegenwart, mit meinem ganzen Lichtteam, eins und vollkommen verbunden bis zur Urzentralsonne, mit allem Leben und Sein, ich bin bereit. Ich erlaube nur dem höchsten Christusbewusstsein in mir, aus mir und um mich herum zu fließen. Ich bin bereit. Ich bitte das höchste Christusbewusstsein in mir, aus mir und um mich herum zu fließen. Es sei danke. Ich segne den Tag, der vor mir liegt. Ich danke dem Tag, der vor mir liegt. Ich bitte dich, Gott Vater, Gott Mutter, mein Ich Bin, jeden Moment auszurichten, mit dem höchsten Quantum Bewusstsein, dem höchsten Willen, dem höchsten Schöpferwillen, Schöpfer, Schöpferinnenwillen, der Urquelle von allem, was ist. In Liebe, in Freude, in Dankbarkeit, in Glückseligkeit, in Fülle, in Schönheit, diesen Tag zu gestalten. Und so ist es, so sei es. Danke. Ich persönlich bitte immer noch um Gottes Schutz für meine Familie, die Community, für unsere Community, meinen YouTube-Kanal, die Erde, was auch immer du mit einbeziehen möchtest, die Tiere, die Menschen, die Natur, die Pflanzen. Ja, und dann beginnt der Tag. Ab heute bringen wir starke kosmische Aspekte hinein. Ab heute beginnt zum einen eine Maya-Kalenderwelle, die nennt sich die blaue Hand. Und dabei geht es mannig vollkommen um das Heilen. Es kann sein, in der Zeit jetzt vom 1. bis 13.3., dass viele starke Gefühle aufkommen, viel Gefühlschaos aufkommen, dass die Gefühle Achterbahn spielen. Dazu kommt am 3.3. zu diesem nächsten Tor dieser Lilith-Emotionspunkt. Das heißt, Lilith trifft mit dem Mond zusammen. Es geht jetzt und genau das geht es in diesem wieder sofort spontanen Video darum, dass ganz viele jetzt an ihre Grenzen kommen und diese Grenzen wollen durchbrochen werden. Sie wollen sich lösen, damit wir in diese Ausdehnung und Erweiterung in unser Christusbewusstsein weiter hineinkommen. Und dann haben wir jetzt auch noch den Mars, der schon wirkt, die Mars-Energie. Feuer, Kraft, Power, Radikalität. All das ist, was uns erwartet. Und was jetzt im Feld ist, ist das, dass ich spreche einfach von dem, was im Feld ist. Das muss sich nicht jeder angesprochen fühlen, ja. Ich lese ja
so gut wie möglich alle Kommentare versucht, darauf zu antworten und zu reagieren. Das, was jetzt im Feld ist und was kommt, ist, dass viele an einem Punkt kommen, wo sie sagen, es reicht. Und dieses es reicht, was immer es in deinem eigenen Leben ist, sei es deine Nachbarn, sei es deine Kollegen, sei es deine Beziehungsebene, sei es deine Familie, sei es dein eigenes Thema und Drama, was immer es ist. Ja? Du hast vielleicht kein Geld, du hast keine Arbeit, du hast keine Perspektiven vom Gefühl her. Ja? Ganz viele werden an den Punkt kommen, wo sie sagen, es reicht. Und da wird der Punkt kommen, wo du aufgefordert wirst als Meister, der du jetzt bist und sein wirst oder willst demnächst. Denn es geht ja um unsere Meisterschaft. Ja? Dass du an den Punkt kommst und sagst, wie weit bist du bereit, so auf einer Skala von 1 bis 10, ja? Wie weit bist du bereit, dein neues Leben dir vollkommen zu erlauben? Vollkommen zu erlauben, was immer es ist. Und dabei wirst du sehen, werden viele an einen Punkt einer vollkommenen Radikalität kommen. Und dies bedeutet wirklich, erlaubst du dir, wenn du an deine Grenzen jetzt stößt, ob das Vertrauen ist, ob das Mut ist, ob das der Glaube an etwas Gutes ist, dass es gut ausgeht, was immer es ist, erlaubst du dir darüber hinwegzugehen und erlaubst du dir, dessen würdig zu sein und wertvoll zu sein und dir das Neue wirklich in deinem Leben zu erlauben. Und es ist dieses, viele werden jetzt auch in der Gesellschaft mit diesen Energien, auch gesellschaftlich, an einem Punkt kommen der Radikalität, wo sie eben sagen, das will ich nicht mehr. Ich werde mich verteidigen. Ich werde mich wehren. Ich werde mich schützen. Was auch immer du für dich fühlst. Und diese Grenze wird für dich sein, dass du spürst, es reicht dermaßen, ich bin jetzt fertig damit. Ich will das nicht mehr in meinem Leben. Ich bin fertig. Und das geht nicht nur von der persönlichen Grenze, persönlichen Ebene, sondern das geht auch auf die gesellschaftliche Ebene. Das wird sich also komplett auch natürlich in der gesellschaftlichen Ebene zeigen. Und jeder oder viele, nicht jeder, Entschuldigung, viele, die an diesem Punkt sind, jetzt, und das sind die Energien, in die wir jetzt hineingehen, heute sogar schon mit diesem 1. März, werden für sich schauen, wie weit will ich mein eigenes Lebensdrama, wie immer das aussieht, ja? Vielleicht erlaubst du dir nicht eine neue Wohnung, ja? Vielleicht erlaubst du dir nicht, kreativ zu sein. Vielleicht erlaubst du dir nicht, eine neue passende Arbeitsstelle für dich zu finden. Vielleicht erlaubst du dir nicht, daran zu glauben, dass du dein Leben bestimmen kannst jetzt mit diesen Energien. Wir bringen so viel Licht jetzt hinein. Schau, wo du stehst, was du dir noch nicht erlaubst in deinem Leben. Und dabei geht es darum, für sich nochmal zu erfahren, dass Liebe, dass nicht Licht und Liebe alleine reicht. Diese Energie, die wir jetzt haben, bedeutet, Grenzen zu setzen, sie zu spüren, aufzubrechen, Grenzen zu setzen, sich etwas Neues zu erlauben. Also das Spannende ist ja, das hatte ich ja früher auch gedacht, dass die Liebeslichtträger, wenn du also so Lichtarbeiter bist, denkst du immer, ja, mit Liebe kann man alles heilen, ja? Licht und Liebe und alles wird gut, ja? Und das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Selbst wenn du noch glaubst, dass du in die dichtesten und dunkelsten Energien Liebe reinschickst, immer nur Liebe reinschickst, dann wirst du das Ganze füttern. Es geht eher darum, sich dem so zu stellen und dieses, wie ich das auch in dem Video vom 28.02. schon beschrieben habe, also einen Tag zuvor, diese Turboseelenentwicklung, dass es einen Punkt gibt, wo du in eine vollkommene Selbstverantwortung für dein Leben und dein Drama, sag ich jetzt mal, kommst.
Ja? Und dieser Punkt wird jetzt bei ganz, ganz vielen kommen. Es wird dieser Punkt kommen, wo diese Ausdehnung so weit geht, dass immer wieder mit dieser Ausdehnung viele spüren, Grenze, da geht's nicht weiter. Grenze, ich vertraue mir nicht. Ja, Grenze, ich glaube nicht daran. Grenze, ich zweifle an mir. Grenze, also an diese eigenen Grenzen, was immer das ist, ja, ich bin nicht wertvoll genug, immer wieder, ich bin nicht würdig genug, sei es, wenn es um diese besagten Depressionen geht, um Krankheiten geht, was auch immer. Und diese Energie werden wir jetzt bekommen. Und dieses Video ist sicherlich nicht für jeden, aber in diesem Video möchte ich einfach weitergeben, dass es darum geht, dass viele an einem Punkt jetzt kommen werden, wo es sagt, es reicht vollkommen. Es reicht vollkommen, ja. Es reicht mit dem Krieg. Es reicht mit der Zerstörung. Und so weiter und so fort. Und dann kommt der Punkt, okay, was mache ich denn jetzt anders? Also fühle das. Fühle, fühle, fühle. Atme und fühle immer wieder. Denn auch dies wird sich jetzt zeigen. Warte, wie drücke ich das aus? Du kannst es nicht mehr kontrollieren. Du kannst es nicht mehr kontrollieren. Du kannst es nicht mehr kontrollieren. Diese weibliche Kraft ist so stark, die jetzt einfließt. Und mit diesem Lilith-Emotionspunkt am 3.3., ja, diese weibliche Kraft ist so stark. Und sie will, sich zeigen ist nicht richtig. Durchsetzen ist nicht das richtige Wort. Sie will es durchströmen, durchdringen, ja. Sie will es durchdringen, okay. Also bist du an dem Punkt, wo du dir sagst, es reicht, ich kann nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr und ich erlaube mir das jetzt, was ich denn eigentlich wirklich will in meinem Leben. Dabei geht es zum Schluss immer, immer, immer um Freiheit, um Liebe, um... ja, finde deins, ja, okay? Finde deins, okay. Bist du es dir selbst würdig? Ich erlaube es mir. Okay? Ich erlaube es mir und dann gibt es nur noch einen Punkt. So, und ich durfte gestern sogar ganz spontan doch nochmal eine Frau begleiten. Darin, ja, in genau dieser Transformation. Und wenn du das dann machst und wenn du dich in dein Haus, in dein Zimmer, in deinen Garten stellst, wo du auch immer und sagst, es reicht, ich erlaube mir jetzt, ich setze hier Grenzen und ich handle, ja? Und ich handle, ganz, ganz wichtig. Und gehe jetzt in die Handlung dafür. Dann bitte danach, also stelle dich in einen Feuerring. Lass dieses heilige Feuer in dir alles verbrennen an Grenzen und Blockaden, was da vielleicht noch ist, ja? Und rufe die Urkraft der Urmutter herbei. Rufe die Urkraft des Urmannes, des Urvaters herbei. Die ganze Urkraft der Erde. Das ist immer dann Urkraft der Erde, ja? Und bitte sie um Unterstützung, wenn du dort durchgehst und deine Grenzen jetzt sprengst, endgültig sprengst, um dich so auszudehnen. Wir dehnen uns so stark jetzt in diese geistige Welt, in diese geistigen Welten aus. Wir dehnen uns so stark in das Jenseits aus. Wir dehnen uns so stark in diese kristallinen, feinstofflichen Ebene, das Christusbewusstsein in uns aus. Also erlaube dir, deine Grenzen zu sprengen. Und wenn du dann an deinem Punkt bist, dann sprich es laut, okay? Ich erlaube es mir jetzt, kraftvoll zu sein, würdig zu sein, wertvoll zu sein, in Fülle zu leben, in Frieden und so weiter und so fort. Reinige dich immer wieder mit dem kristallinen Licht, immer wieder. Danach fülle dich auf mit dem kristallinen Licht und verbinde dich mit der göttlichen Intelligenz, der göttlichen Liebe, der göttlichen Kraft und dem göttlichen Willen. Und erlaube diesen drei Gottesstrahlen, Hauptgotteskräften
in dein Leben zu fließen und dich aufzufüllen und zu stärken. Ja? Okay, last but not least, es geht, also du musst wirklich nicht mehr den ganzen Tag lang Mantren sprechen oder so etwas. Das ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Erstmal atmen. Atmen. Und dann immer wieder laut für dich. Ermächtige dich. Laut. Ja, laut, laut, laut. Dreimal laut, siebenmal laut, okay? Erlaube dir, dich auszudehnen, weiter in die geistigen Bereiche hinein. Ich erlaube mir, mich auszudehnen, weiter in die geistigen Bereiche hinein, über mein menschliches Bewusstsein hinaus. In diesem Sinne wünsche ich dir einen kraftvollen Tag, eine kraftvolle Zeit, eine starke Zeit, ja. Volle Ermächtigung. Danke. Danke, 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 dass ich dich und euch begleiten darf. Vielen Dank für die schönen, wirklich miteinander gemeinsam auch Kommentare in dieser kraftvollen Zeit. Und wir sind jetzt im März. Am 19. März ist das Event in Frankfurt am Main. Alles auf meiner Webseite. Am 22. März werde ich eine Live-Meditation geben für diesen Big Shift zum Thema Nullpunkt nochmal ganz schnell. Ja, viele, viele von uns haben diesen Nullpunkt übrigens schon erreicht. Aber dieser Nullpunkt findet den Höhepunkt jetzt zu diesem Zeitpunkt, auch der Erde für Gaia. Und dann sind wir ja schon, ich glaube, im April, am 2. April, habe ich zum Thema Berufe einen Online-Workshop. Und dann habe ich schon mit dem Philipp ein wunderschönes Yoga-Detox-Kräuter-Retreat in Nordrhein-Westfalen, im Norden von Deutschland. Also, alles Liebe. Ich wünsche dir einen tollen Tag und einen super Start und Beginn in diesen unglaublichen Monat März hinein. Merci, bye bye und I love you, deine Danielle.